Ja, hallo liebe Fußballfreunde da draußen, hier ist wieder euer Fritz Meloni, FM 13 und seine ewige Geschichte. Ja, ich habe heute unter meiner Folge 503 habe ich einige Kommentare von euch gelesen. Also das war die Folge, wo ich gegen Paris Saint-Germain gespielt habe und habe ich so ein paar Sachen mal über meinen Kanal gesagt. Und es sind ein paar interessante Kommentare gekommen. Zum Beispiel erinnere ich mich an einen Kommentar, wo mir gesagt wurde, ja, gib dem Neuen auch mal eine Chance. Also dem Neuen, dem FIFA 17 meint er damit. Weil wir sind dich immer gewohnt mit FM 13. Nein, das ist natürlich richtig. Also es wird wahrscheinlich Leute geben, die vielleicht nur wegen der Hansa-Kogge hier reingucken. Dann wird es Leute geben, die sagen, oh, der spielt ja sogar FIFA 17, wusste ich gar nicht. Gucke ich auch mal rein jetzt. Also genau diese Vielfalt, wie sie halt nun mal im richtigen Leben auch besteht, ist natürlich im Fußball genau dasselbe. Der eine sucht das, der andere sucht das. Und ich werde natürlich FIFA 17 weiterhin die Chance geben. Ja, ich bin auch so ein bisschen erkältet, musste mal kurz räuspern, aber das wollte ich euch natürlich tonmäßig hier nicht antun. Ja, ich habe so eine Idee. Ich habe so eine Idee und da wollte ich euch mal um Hilfe bitten. Ich habe natürlich mit Sheffield United jetzt eine Mannschaft aus der League One, also in der dritten Liga von England rausgesucht, weil ich mir gesagt habe, das ist ein Verein, der hat Geschichte, der hat Tradition. Das ist vielleicht interessant für euch. Aber die Idee, die ich habe, bevor ich jetzt hier in die nächste Folge einsteige, in die Folge 504, die Idee, die ich verfolge, wäre, was haltet ihr denn davon, wenn ich mir einen Bundesliga-Verein aussuche oder von mir aus auch einen Verein aus einer anderen Liga und spiele das immer aktuell vor. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Heute wäre der wievielte Spieltag, ich weiß nicht, 9. Spieltag, 10. Spieltag der Bundesliga und ich wäre jetzt Bayern München oder ich wäre jetzt BVB oder ich wäre jetzt Schalke, nur mal so ein Beispiel. Dann spielen die ja immer um 15.30 Uhr oder sie spielen freitags oder sie spielen sonntags. Meine Idee, die ich hätte, wäre, dass ich euch immer exakt zum Tag, wenn gespielt wird, ein Spiel anbiete. Also will sagen, heute haben wir den 29.10. und meine Mannschaft, die ich mir ausgewählt habe, würde spielen. Dann würde ich so ein bisschen was zum aktuellen, zum realen Spieltag sagen. Und dann würde ich natürlich zu meinem Let's Play was sagen. Und dann würde ich das Spiel spielen. Und das wird immer an dem Tag ausgestrahlt kommen, also einmal die Woche. Das wäre jetzt meine Frage, ob euch das interessiert. Ob euch das vielleicht was Neues bietet neben der Hansa-Kogge. Wäre mal so eine Idee. Und ich gucke mal, dass ich das vielleicht heute noch hochgeladen kriege. Dann könnten wir das vielleicht mit dem Sonntag schon verquicken. Ja, einfach mal so eine Idee. So, hier sehe ich jetzt, Lierse FSK ist an Fritz Meloni interessiert. Also es gibt natürlich immer wieder Vereine, die da auch an mir interessiert zu sein scheinen. Da können wir ja mal reinschauen. Können wir ja mal reinschauen. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier in der Saison hier mit der Hansa-Kogge. Alte Liebe. Schon laut. Uns steht dir sehr viel besser als geblau. Lass die anderen alle reden. Von Bayern oder Bremen. Ja, das ist der 7. Spieltag. Ich will mir das mal hier gerade notieren. Und wir sehen, das Topspiel ist hier eindeutig Schalke gegen Bremen. Also Schalke, die hier auf 1 sind, gegen Bremen. Wir sind hier eins von vielen Topspiels, nämlich das 3. Topspiel Hansa Rostock, der Tabellenzweite gegen Hannover 96, die hier nur auf Rang 13 rangieren. Und Bayern München, der 3. gegen Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, ja auch immer eine Mannschaft hier in meinem Let's Play, die sehr stark daherkommen. Ja, Paris Saint-Germain,
Das war ja das letzte Spiel. Da haben wir leider einen auf den Latz gekriegt und war eher nicht so gut. Also die haben uns wirklich eingeschläfert mit ihrer Spielweise und am Ende war es dann so gewesen, dass wir ein Tor gefangen haben. Ja, was willst du dann machen? Und dann gegen so eine erfahrene Mannschaft kannst du kaum noch was unternehmen. Gut, wir sehen, Poyampalo ist völlig außer Form, also da muss ich jetzt reagieren, da muss ich wirklich Clemens Reno reinnehmen. Das bringt ja nun wirklich gar nichts mit ihm im Moment. Und Wright kriegt von mir erneut eine Chance. Wir haben tatsächlich Probleme im Sturm, das muss man hier so ansprechen. Massive Probleme. Ich will mal gucken, wie es bei uns finanziell aussieht. ...2,7 haben wir da zur Verfügung. Das ist natürlich nicht die Welt. Die Frage, die ich mir jetzt einfach stelle und die ich auch an euch richte, muss ich da was machen? Denn wir haben mit Patrick Weihrauch natürlich einen Mann, wenn er dann gesund wird, ist es noch eine Frage der Zeit, bis wann er wieder fit ist. 4 Tage noch, dann würde er zurückkehren. Also beim nächsten Spiel haben wir vielleicht die Möglichkeit, ihn schon mal wieder mit auf die Bank zu setzen. So, Benno Schmitzkatz möchte ich jetzt auch mal wieder mitnehmen in die Mannschaft. Er hat sich jetzt wieder trainingsmäßig rangearbeitet. Ja. Und Denise Aftejai. Da warte ich mal noch. Tja, was haben wir noch für Stürmer in der zweiten Mannschaft? Da muss ich jetzt noch mal gucken. Wenn wir da einen drin haben, der es verdient hat. Kohlbacher und Pluczynski. Pluczynski ist ein sehr junger Mann. Sehr jung. Wie wir sehen, Torriecher 84. Hat noch Vertrag bis 2024. Natürlich ein Mann, der hier noch keinerlei Erfahrung so großartig mitbringt. Aber soll ich das mal probieren? Ich werde ihn jetzt erstmal hier. Nehmen wir mal Schnelligkeit als Trainingsziel. Aber der hat natürlich noch nicht die Erfahrung für die ganz große Bühne. Aber wir haben auch hier nicht viele Stürmer, glaube ich, in der Reserve drin. Da haben wir echt ein Problem. Hier haben wir noch Vermeulen. Das könnte aber ein Mann sein. Den haben wir ja auch schon mal mit. Den könnte ich nochmal hochziehen. Was haben wir denn in der Jugend? Also wir müssen wirklich, also stürmertechnisch denke ich mir, haben wir echt ein Problem. Ja, es gibt da Talente, die förderungswürdig sind, aber Litbarski, denke ich mir, der wird jetzt hier im nächsten Jahr eine Chance kriegen in der ersten Mannschaft. Also, wenn ich jetzt mir mal die zweite anschaue. Ja. Okay, wir lassen das erstmal noch alles so. Bright hat ja jetzt seine Chance. Vielleicht kommt ja noch Poyampalo. Vielleicht kommt jetzt auch wieder der gute Patrick Weihrauch wieder in Schuss. Wir müssen das abwarten. Okay, dann schauen wir uns mal den nächsten Gegner an, Hannover 96. Ja, noch ein bisschen erkältet. Ja, euch gefällt ja so, dass ich euch die Mannschaft so ein bisschen so vorstelle. Das können wir jetzt auch wieder machen. Dann gehen wir mal rein hier. Dann habe ich noch eine wichtige Information erhalten.
dass wenn hier zum Beispiel steht, zum Beispiel er ist Portugiese, aber er hat jetzt 5 Jahre lang in Deutschland gespielt. Also ich dachte immer, das wären die Wurzeln aus Deutschland. Nee, nee, ist aber nicht so. Also Cristiano, portugiesischer Nationalspieler, ein Länderspiel mit 31 Jahren, ein erfahrener Mann im Tor von Hannover. Dann haben wir Sebastian Pognoli oder Pogonoli oder ach, schwierige Namen. 35 Jahre. Belgier ist aktuell in der Nationalmannschaft vertreten. Salif Sané haben wir hier. Kommt, glaube ich, aus Senegal. Auch Nationalspieler. Sakai, kennen wir ja früher, Stuttgart. Japanischer Nationalspieler, auch er jetzt 5 Jahre hier in der deutschen Bundesliga tätig oder in Deutschland tätig. Raffaele Pucchino oder Pucchino, 31 Jahre, italienischer Nationalspieler. Dominic Kor, kein Nationalspieler, 28 Jahre alt. Roman Neustädter, früher Schalke 04. Hat mal Nationalelf gespielt, 2 Spiele. Das war's dann aber auch. Eugen Althaus mit 24 Jahren hier Flügelspieler. Bietenkurt, auch Flügelspieler oder Mittelfeld, kann man sagen. Vorne im Sturm. Nee, auch hier Flügelspieler. Endogan Adili. Nationalspieler, hat jetzt 1 Spiel hinter sich für die Schweiz. Und dann hier Andy Bento, kein Nationalspieler. Und das war's. Also ich würde sagen, eine Mannschaft, die in der Aufstellung, wenn man sich in der Aufstellung betrachtet, auf jeden Fall keine schlechte Mannschaft ist. Aber wenn man es jetzt mit unserer Erfahrung vergleicht, mit unseren Möglichkeiten vergleicht, würde ich ja schon sagen, ja, sollten wir das klar gewinnen. Okay, ich würde jetzt aber Benno Schmitz tatsächlich mal von Anfang an bringen wollen. Auch wenn Kevin Seitz hier wirklich ganz hervorragende Werte hat. Und dann würde ich sagen, Leute, geh mal rein ins Spiel. Komm, holen wir uns die 3 Punkte. Hallo liebe Fußballfreunde da draußen aus dem Ostseestadion hier mit der Hansa-Kogge gegen Hannover 96. Und ich habe der Mannschaft gesagt heute, wir verlieren nicht, weil ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Und hier gibt es gleich die erste Karte für Hannover 96. Finde ich ein bisschen früh vom Schiedsrichter, aber gut. Adili kassiert hier gelb. Will wahrscheinlich schon mal ein Zeichen setzen. Und, aber ich merke immer wieder, welche Kraft dieses kleine Let's Play hier hat. Wie sehr ihr das doch liebt. Aber wir wollen dem Neuen eine Chance geben, haben wir gesagt. Und da ist die Chance. Und es macht Kevin Prince Boateng. Nein, es ist Borswick Jackson. Borswick, du alte Kanalratte. Geil. 1:0. Es geht voran, Leute. Es geht voran. Recht frühe gelbe Karte und aber auch recht frühes Führungstor. Ich habe es ja meiner Mannschaft gesagt, heute verlieren wir nicht. Gegen Paris Saint-Germain war das noch eine andere Nummer. Da sind wir gegen ein sehr erfahrenes Team angelaufen. Heute, ihr habt es bei der Mannschaftsvorstellung von Hannover 96 gesehen, keine schlechte Mannschaft auf dem Platz von Hannover, aber wir sind der Titelverteidiger. Wir sind in der Champions League sind wir auch Titelverteidiger und wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen uns hier nicht verstecken. Und hier sehen wir die alte Ikone Ronny Marcos. Von Anfang an in meinem Let's Play dabei, damals noch als junger Spieler in der dritten Liga und jetzt hier als erfahrener, gereifter, sehr wertvoller Mannschaftsspieler.
Hier sehen wir ihn jetzt gerade wieder im Zweikampf. Hat auch viele Tore geschossen, weil er ja bei uns auch der Freistoß-Spezialist Number One ist. Kevin Prince Boateng, der letztes Jahr eine Weltklasse hingelegt hat. Weltklasse-Saison. Ist mal wieder von Anfang an dabei. Er hat sich nochmal für ein Jahr für uns zur Verfügung gestellt. Und danach hoffe ich sehr, dass er bei uns im Verein verbleibt. Entweder als Berater oder als vielleicht als Scout oder keine Ahnung. Wäre schön, wenn er auf jeden Fall mit seiner Erfahrung weiterhin für uns tätig wäre. Ja, ihr habt mir gesagt, Brinkies muss auf jeden Fall wieder auf die Bank, wenn Lachodimos zurückkommt. Ich mache das aber ein bisschen von der Leistung abhängig. Ich denke, so ein Mann wie Fritte Brinkies, wenn er jetzt in so einer schwierigen Zeit uns mit so guten Leistungen das zurückzahlt an Vertrauen, was wir in ihn gesetzt haben, dann müssen wir ihm auch eine faire Chance einräumen. Das ist einfach meine Meinung. Ihn dann einfach wieder auf die Bank zu setzen, nur weil Lachodimos zurückkommt, fände ich nicht gerechtfertigt seiner Leistung, die er in den letzten Wochen hier gebracht hat. Auch wenn wir gegen Paris Saint-Germain verloren haben, das Tor können wir ihm keinesfalls ankreuzen. Und er hat ankreiden. Und er hat hier gute Leistungen gebracht bis jetzt in den letzten Spielen. Teilweise wirklich richtig gute Leistungen. Und deswegen müssen wir da schon so ein bisschen gerecht sein. Güfalsson. Wieder sehr aktiv, wieder sehr großen Radius, den er hier ausübt. Schmitzkatz ist heute wieder dabei. Er ist ja Titel unserer Folge heute. Schmitzkatz ist wieder dabei. Und ich hoffe, denn wir haben nach wie vor große Hoffnung, dass er nochmal zu einem ganz großen Leistungsträger hier aufläuft in Rostock. Und da ist Kevin Prince Boateng. Und ich bin gespannt, wie die Saison mit ihm und mit Aftidjai zu Ende geht. Wer am Ende unser Führungsspieler sein wird. Ich denke, es wird Aftidjai sein. Und das ist ja auch logisch, weil danach ist vorbei. Die Ära Boateng. Aber ich würde mich auch freuen, wenn er nochmal ein Jahr das Team hier gnadenlos gut führen würde. Das wäre geil. Güfalsson dribbelt sich hier ins Aus. Stabile 1:0 Führung nach 28 Minuten. Hannover mit keinen gefährlichen Chancen hier. Meine Abwehr steht recht stabil, recht gut. Boateng führt mein Team gut. Boswick Jackson, der Torschütze hier am Ball, setzt sich hier durch. Kommt durch. Flanke aber geht. Ah, da kommt nochmal von. Ja. So, Heinz hatte den Ball nochmal von rechts reingeschlagen und dann kam hier tatsächlich nochmal. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wer es war zum Abschluss. Also gute Chancen für uns, hier zu erhöhen. Güfalsson. Boah, der marschiert, der marschiert. Althaus. Jetzt mal Bento im Zweikampf gegen Harry durchgesetzt. Aber dann ist Jonathan Tah da und der ist erfahren genug. Ist ja unser Abwehrchef Nummer 1. Stuttgart geht durch Schnellhardt gegen Hamburg in Führung. Und der Freistoß ist schon wieder vorbei. Ballbesitz 54% für uns. Güfalsson. Nimmt Schmitzkatz mit. Schmitz, komm, setz dich mal durch, Junge. Ist ja so ein bisschen in dieser Saison untergegangen. Hatte eine starke Formschwankung. Jetzt Reno. Ball kommt. Güfalsson! Ah, aber da ist der Keeper da und kann den Ball noch zur Ecke abwehren. Schade. Ich habe mich schon gefreut auf das 2:0. Und Ronny Maros zeigt an, was er machen will. Ball hoch und lang, glaube ich. Kramer. Boswick Jackson verliert den Zweikampf hier. Aber Tah räumt auf. Nee.
Fehlpass und Althaus jetzt. Jetzt mit einer guten Konterchance für Hannover 96. Tag kommt da nicht mehr mit. Aber dann räumt hier Heinz ab. Einzelne Führung bleibt stabil. Ich mache mir hier wenig Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, würde mir so ein, von so Protagonisten wie Schmitzkatz würde ich mir jetzt noch ein bisschen so eine Leistungsexplosion wünschen. Da ist er. Setzt sich auch durch, aber die Flanke geht dann doch irgendwo hin, aber wenigstens gibt es einen Einwurf für uns. Nee, für Hannover. Nochmal Einwurf für Hannover. Gleich müsste aber Halbzeit sein. Ne, Einwurf für uns. Haha. Ja, für uns wäre es auch sehr wichtig, heute 3 Punkte zu holen, dass wir uns da oben weiter festsetzen in der Tabelle. Denn das ist, wie gesagt, eine schwere Saison, dadurch, dass wir Sturmprobleme haben. Und wir sehen Güfelsson schwer angeschlagen. Da muss ich bald, weil eigentlich müsste ich jetzt schon Wright bringen, aber ich warte noch mal ein paar Sekunden. Ja, wir holen ihn jetzt runter. Michael Wright, ein junger Mann, der hier durchaus Chancen hat. 18 Jahre im Team. Von, ja, wenn ich das wüsste hier, wenn ich das wüsste, ich denke eine afrikanische Mannschaft, aber wie gesagt, sicher bin ich mir nicht, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Auf jeden Fall ein junger Nationalspieler und warum soll er nicht die Sturmprobleme lösen können? Vielleicht nicht so in einer Art und Weise, wie Patrick Weihrauch uns in den letzten Jahren da vorne den Sturm hingestellt hat. Oder ich habe jetzt ein bisschen scheiße gelabert, aber egal, ihr wisst schon, was ich meine. Hannover scheint jetzt doch nochmal den Druck zu erhöhen. Heinze setzt sich aber hier durch im Zweikampf. Oh, jetzt aufpassen. Jetzt die Konterchance über Boateng. Borswick Jackson, ja, kommt da nicht vorbei. Aber jetzt kommt halt wenigstens Wright rein für den angeschlagenen Güfelsson. Und damit haben wir jetzt 2 Stürmer vorne drin stehen, die über keine große Erfahrung verfügen. Die eigentlich aus dem zweiten Glied stammen. Da ist Wright. Und das war doch schon mal eine gute Aktion von ihm. Ich bin ja wirklich da glücklich über jedes kleine Silberstreifchen am Horizont. Ja, der Ball ging schlecht. Schlechte Flanke hier von Ronny Marcos, schlechte Ecke. Und das gibt die Kontermöglichkeit. Aber hinten stehen noch einige von uns. Und Brinkis, Fritte Brinkis, nach wie vor Garant. Guter Torwartarbeit. Und ich werde jetzt Boateng auch, glaube ich, gleich auswechseln. Dafür soll Aftedjai das Spiel noch ein bisschen beleben. Aber jetzt erstmal hier Borswick Jackson. Reno löst sich. Ball kommt in die Mitte. Obwohl Borswick Jackson ist hier. Ja, wir können das mal so lösen. Wir können jetzt mal Markus, der das ja auch spielen kann, mal vorne reinnehmen. Und Ole Fleck kriegt mal wieder eine Chance auf der linken Verteidigungsposition. Bis jetzt gute Leistungen, wenn er gebracht, wenn er reingekommen ist. Ja, dann lassen wir Ronny Marcos mal ein bisschen weiter vorne spielen. Das kann er. Kramer jetzt ein bisschen offensiver. Wright, was macht er? Sucht den Zweikampf.
Ich hoffe, er hat sich hier nicht schwer verletzt. Ich will mal gucken. Das sah jetzt nicht so... Ja, muss raus. Er muss raus. Dann lasse ich Denise Aftegeima Sturm spielen. Das ist mal eine ungewohnte Rolle für ihn, aber in der Not frisst der Teufel fliegen. Ja, das ist ärgerlich, ein junger Mann und verletzt sich gleich. Ich hoffe jetzt nicht schwer. Hier sehen wir es nochmal. Ja, das sieht schon nach einer übleren Verletzung aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Bayern liegt zurück gegen Leverkusen. Wir führen aber hier. So, und jetzt Ole Fleck im Spiel. Marcos etwas weiter vorne und Aftegay als Stürmer. Bin gespannt, wie er mit der Rolle zurechtkommt. Schmitzkatz haben wir nach wie vor nicht viel von gesehen. Da ist Aftegay. Und da ist Schmitzkatz. Ah, jetzt marschiert er mal. Jetzt macht er Druck. Das sieht gut aus. Flanke kommt hoch. Aber leider nicht präzise genug. 65 Minuten. Reno. Jetzt nur keine weiteren Verletzungen. Ah, das war schön gespielt hier von Denise Aftegay. Der sieht, dass Ronny Marcos mitgelaufen ist. Aber leider kommt sein Pass nicht durch. Aber Kramer erobert den Ball. Boateng. Und Ronny Marcos natürlich jetzt mit seiner Erfahrung da vorne auf links Gold wert. Boateng. Adili. Bietenkurt, ein talentierter Spieler. Wieder Adili. Oh, jetzt die Chance für Bento. Puh. Ans Lattenkreuz, aber der Ball springt vor der Torlinie aus, auf. Somit kein Tor für Hannover 96 und unsere Führung bleibt weiterhin mit 1:0. Bestehen. Schmitzkatz. Boateng. Boateng. Verliert den Ball leider. Und der neue Hannover 96 jetzt mit dem Versuch, hier den Ausgleich zu schaffen. Althaus. Bento. Adili. Eieieiei. Dortmund sehen wir oben 3:1. In Führung gegangen durch Jerat. Und wir sehen auch hier, Clemens wird eingewechselt und Bietenkurt geht raus. Aftegay, oh, schöner Absatzkick hier auf Schmitzkatz. Der ist ganz allein auf der rechten Seite. Kommt nicht durch. Kommt nicht durch. Clemens, das ist der neu eingewechselte Mann. Adili. Suchen immer wieder Bento vorne, aber der kann Brinkis hier nicht schrecken. 76 Minuten, es bleibt spannend. Eine knappe 1:0 Führung. Das kann natürlich zu jeder Zeit kippen. Hannover hier gewillt, den Ausgleich noch zu erzielen. Aber wir halten dagegen. Boateng. Schmitzkatz läuft jetzt immer öfters außen auf der Seite auf. Boateng. Denise Aftegay. Schöner Schussversuch hier als Stürmer. Ungewohnte Rolle für ihn, aber das hat er nicht schlecht gemacht. Und aus der Position kann er Tore erzielen. Da ist er wieder. Boateng. Schmitzkatz. Schmitzkatz hängt sich fest. Dribbelt sich fest auf links. Althaus hat den Ball. Aber Heinze. Taktisches Foul, gut gemacht von ihm. 82 Minuten. Wir sollten jetzt ruhig bleiben. Wir sollten hier das Spiel über die Bühne bringen. Edgar Pripp kommt rein für Dominik Kohr bei Hannover. Und Freistoß Hannover. Und Fredo Brinkis fliegt durch den Strafraum wie ein Steinadler. Ihr alten Honiglecker hier. So, jetzt geht's aber weiter. Clemens. Oh, 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 oh. Fredo Brinkis hat den Ball. Ja, Hannover macht weiter Druck. Aber Tah steht
steht dort wie ein Felsen in der Brandung. Und das war nochmal eine Chance für Bento. Brinkis wäre aber da gewesen, denke ich mir. Also er war auf jeden Fall in der Ecke. Noch ein Wechsel. Strauß kommt für Pocognoli. Oh, schön gespielt von Boateng auf Schmitzkatz. Und Aftegay löst sich. Schade, war eigentlich gut gemacht hier. 88, 89 Minuten sind rum. Schaffen wir das hier, die 3 Punkte? Ich hoffe ja. Hannover scheint sich jetzt, glaube ich, damit zufrieden zu geben. Die spielen nicht mehr hinten raus. Vielleicht gibt uns das nochmal die Gelegenheit. Boateng. Reno von hinten. Reno mit dem Schussversuch. Und jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit. 1:0 weiter in die Führung. Ich glaube, Hannover gibt sich jetzt hiermit zufrieden. Sagen sich, wir werden den Ausgleich nicht mehr schaffen. Und wir haben 3 Punkte hier mitgenommen zu Hause gegen Hannover 96. Und wir sehen uns gleich im Nachbericht. Jo, hier beim Nachbericht fällt mir auf, Boswick Jackson, bester Mann. Brinkis wieder mit einer hervorragenden Leistung. Ronny Marcus mit einer guten Leistung. Daniel Heinze mit einer guten Leistung. Boswick hier, wie gesagt, bester Mann. Aber auch Benno Schmitz jetzt hier mit ansprechender Partie. Kevin Prinz Boateng hat das Team gut geführt. Güfolzson sei die Sache entschuldigt, er war ja verletzt. Reno macht hier eine ganz gute Partie. Ole Fleck auch. Und Tunis Aftegay, ja, er musste auf einer Position spielen, die er noch nie gespielt hat. Das kann man ihm hier nachsehen. Gucken wir in die Tabelle und gucken mal in die Ergebnisse rein. Also Bayern München spielt 2:2 am Ende gegen Leverkusen. Da haben sich beide Mannschaften wohl neutralisiert. Das bedeutet, Bayern ist auf dem 4. Position, also ein Platz gerutscht. Und Leverkusen, ja, von 6 auf 9, das ist schon so ein kleiner Erdrutsch. Wir spielen 1:0 gegen Hannover, bedeutet für Hannover Tendenz nach unten. Schalke gewinnt 4:2 gegen Bremen, also die Mannschaft von Marc Reimann, von unserem ehemaligen Torwart, weiterhin auf der 1. Wir dicht dahinter mit der gleichen Punktzahl, also das ist ziemlich ausgeglichen. Und das ist auch das, was ich mir wünsche in so einer Frühphase der Saison, dass wir oben dran bleiben, denn wir sind der Titelverteidiger. Mainz verliert 2:3 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und die Gladbacher auf Position 3 hoffen sich von einer besseren Saison, wünschen sich eine bessere Saison. Braunschweig verliert 1:2 gegen Freiburg und wie abzusehen ist Braunschweig hier auch im Tabellenkeller. Die Freiburger aber noch weit von dem weg, wo sie eigentlich hinwollen. Eigentlich die Mannschaft hier in meinem Let's Play, die Jahr für Jahr, Saison für Saison gut oben mitgespielt hat. Nürnberg verliert 1:2 gegen Frankfurt. Die Nürnberger auch im tiefen Fall, muss man sagen. Und Eintracht Frankfurt jetzt mit dem Sieg auf 7 sieht rosigeren Zeiten hier in meinem Let's Play entgegen, kann man sagen. Hoffenheim verliert 2:4 gegen Fortuna Düsseldorf. Die Hoffenheimer stehen im Moment noch auf Position 8. Das ist aber noch okay für sie. Und die Düsseldorfer können sich erstmal so ein bisschen Luft verschaffen im Abstiegskampf. Wolfsburg 1:3 verloren gegen Dortmund. Ja, die Dortmunder wollen natürlich auch mal wieder eine bessere Saison hinlegen, auch mal wieder oben mehr mitkämpfen. Ja, und die Wolfsburger wollen das natürlich auch. Sah bis jetzt auch ganz gut aus. Aber durch diese erneute Niederlage heute ist erstmal die Motivation verschwunden. Oder beziehungsweise man ist erstmal geschockt. Hamburg verliert 0:4 gegen Stuttgart. Und das ist für mich erstmal für die Hamburger auch kein gutes Ergebnis. Stuttgart hingegen auf Platz 5. Auch mit einer Erwartung für diese Saison, die positiver ist. Die Hamburger hier als Aufsteiger wussten natürlich, dass sie von Anfang an gegen den Abstiegskampf
im Abstiegskampf sein werden. Ich will noch mal gucken, da war da auch ein Spieler von uns. Max Münch. Ja. Max Münch. Wäre das vielleicht ein Mann, den wir zurückholen sollten? Ich meine, er ist jetzt gereifter. Er hat jetzt einen Torriecher von 83. Er ist Publikumsliebling. Er ist introvertiert. Ja, okay. Er ist 19 Jahre jung. Ich meine, er ist auf dem richtigen Weg. Und er ist jetzt hier in einer Form von 10. 16 Einsätze hat er, 5 Tore hat er gemacht. Das kann sich doch sehen lassen bis jetzt. Also, mal die Frage an euch. Max Münch, eine Option für Hansa? Muss mal überlegen. Spieltagsstatistik. Ja, Boswick ist mit dabei von unserer Mannschaft. Aber auch Cristiano hier von Hannover 96. Und wir sehen Heinze. Daniel Heinze ist auch mit dabei. Bester Spieler im Kampf um die Torjägerkrone. Ja, Robert Putz. Ist das ein Mann für uns? Wir haben echt ein Stürmerproblem, das muss man wirklich sagen. Wir haben aber auch nicht die finanziellen Mittel. Der würde hier 13 Millionen kosten, den können wir uns gar nicht leisten. William Jose, 6,8. Das wäre schon mal jemand, den man vielleicht finanzieren könnte. Auch zu teuer. Ucha. Ja. Ja, Leute, wir müssen gucken, wie es weitergeht. Wir müssen gucken, wie es weitergeht. Das sieht im Moment natürlich noch alles sehr schwer aus. Nächster Gegner ist Schalke 04. Ein Wiedersehen mit Marc Reimann. Da freue ich mich sehr drauf. Was haben wir hier? Okay. Gut, dann bleibt mir am Ende zu sagen, schreibt mir ein paar Kommentare rein, ob ihr die Idee gut findet, dass ich vielleicht Sheffield United aufgebe, das Let's Play, und dafür ein neues Let's Play beginne, nämlich mit FIFA 17, wo ich sage, wir suchen uns eine Mannschaft aus, die Woche für Woche immer zum aktuellen Spieltag von mir gespielt wird, dass ich so ein bisschen was über die aktuelle, über die reale Bundesliga erzähle und dann natürlich auch über mein Let's Play, was ich dann neu starte. Ist so eine Idee von mir, gefällt mir persönlich ganz gut, wollte euch aber vorher auch erstmal dazu fragen. Okay, die Fragen muss man... Oh, ich bin müde. Wir haben Samstag und ich bin noch ziemlich gechillt. 13:19 Uhr, wie ihr gerade unten seht. Ja, die Fragen, die muss ich natürlich noch bearbeiten hier. Das machen wir in der nächsten Folge. Und ich sage einfach Tschüss, wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibe euer Fritz Smiloni. Ciao.